Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, ich hatte gedacht, dass wir noch was leveln müssen, aber auf dem Weg dorthin habe ich gesehen, wir haben erneut eine Quest hier, die wir annehmen können. Das werden wir natürlich ganz schnell tun. Astara braucht euch in der Freistadt. Wohlan, Assassine. Ich habe eine Nachricht von der Matrone. Was will Astara, Grazda? Ich weiß nichts Genaueres, doch soweit ich es gehört habe, hat sie Nachricht von der Schwarzen Hand erhalten. Ich bin mir sicher, es hat etwas damit zu tun, was Grüne Giftzunge und ihr getrieben habt. Worauf wartet ihr noch? Kehrt in die Freistadt zurück und horcht nach, was Astara von euch will. Ich werde zur Freistadt reisen und mit Astara sprechen. Wieso darf ich nicht reiten? Hallo? Und wieso steht da oben jemand bei Rubeditt-Erz und nimmt es nicht? Sauerei, sowas kann man doch nicht einfach stehen lassen. Okay, der Zorn von Sitis. Hört sich schon mal sehr vielversprechend an. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt die letzte Folge, Aufgabe war. Ich denke aber nicht, weil ich meine, die hieß anders. Obwohl das so imposant klingt, der Zorn von Sitis. Wir haben Antwort von der Schwarzen Hand erhalten. Es ist Zeit, Lyra Viria das zu bringen, was sie ihren Brüdern und Schwestern gebracht hat. Es wird Zeit, dass der schwarze Drache den Tod findet. Wollt ihr, dass ich den schwarzen Drachen töte? Nein. Aufgrund seines Rangs und seines Wissens über das Ziel wird Grüne Giftzunge diese Ehre zuteil. Er hat Lyras Spur bereits bis nach Rittersgrab verfolgt und macht sich bereit, zuzuschlagen. Für euch schwebt mir eine andere Aufgabe vor. Wie kann ich zu Diensten sein, Matrone? Ich will, dass ihr Grüne Giftzunge folgt und sicherstellt, dass die Tat auch getan wird. Ich zweifle nicht an seiner Loyalität, aber sie waren einst Freunde. Wenn er auch nur im Geringsten zögert, wird sein Blut den Boden benetzen. Was auch geschieht, der schwarze Drache muss sterben. Falls Grüne Zunge Lyra nicht tötet, werde ich es tun. Geht nach Rittersgrab und sorgt dafür, dass Grüne Giftzunge erfolgreich ist. Doch falls der schwarze Drache es schafft, ihn zu überwältigen, dann erwarte ich, dass ihr Lyra ein Ende setzt und sie für den Verrat an ihren Brüdern und Schwestern büßen lasst. Könnt ihr mein Gedächtnis noch etwas auffrischen, bevor ich gehe? Natürlich, Assassine. Welche Einzelheiten sind euch unklar? Was ist Rittersgrab? Rittersgrab ist eine kaiserliche Ruine im nordwestlichen Verlauf der Goldküste. Legenden zufolge reicht sie in die Gründungszeit des Ordens zurück, doch inzwischen ist sie nichts mehr als ein Haufen durcheinandergewürfelter Steine und vergessener Erinnerungen. Warum sollte der schwarze Drache an einen solchen Ort gehen? Was immer Lyra widerfahren ist, seit sie ihre Freistadt säuberte und nach Quatsch ging, so scheint doch deutlich zu sein, dass sie ein enges Band zum Orden und dessen Gott geknüpft hat. Grüne Giftzunge glaubt, sie ging dorthin, um über ihr weiteres Vorgehen nachzudenken. Ich weiß, ich werde diese Frage bereuen. Was haben wir über den schwarzen Drachen erfahren? Dank der Bemühungen von euch und Grüne Giftzunge haben wir erfahren, dass der schwarze Drache Lyra Viria ist. Darüber hinaus habt ihr aufgedeckt, dass Lyra zur dunklen Bruderschaft gehörte. Sie war eine Schweigende in der ehemaligen Freistadt von Grüne Giftzunge. Dieselbe Freistadt, deren Säuberung man ihr befahl? In der Tat. Vielleicht ist sie dort auf den Geschmack gekommen, was das Töten ihrer Brüder und Schwestern anbelangt. Nach der Säuberung erhielt sie einen Kontrakt, den Vorgänger des derzeitigen Primas zu ermorden und wurde so zu Artorius' schwarzem Drachen. Welche Rolle spielt der Orden der Stunde bei all dem? Der Primas hat den Orden gegen uns aufgewiegelt. Angesichts des Ärgers mit den Predigern und den Kantoren im Zusammenspiel mit der Eröffnung, dass der schwarze Drache das erste Schwert des Ordens ist, ist offenkundig, dass Artorius mit der Bruderschaft im Argen liegt. Hat Artorius nicht uns benutzt, um seinen Vorgänger zu beseitigen? Er schreckte nicht davor zurück, das Sakrament zu vollziehen. So viel ist sicher. Artorius ist gefährlich, aber Lyra bleibt die unmittelbare Bedrohung. Ich glaube, ihr werdet anderswo gebraucht, Assassine. Natürlich, natürlich. Dann betreten wir das Rittersgrab und ich sag mal, wir sehen uns dann direkt am Rittersgrab. Bis gleich. So, wir sind jetzt in der Nähe vom Zielort. Ich wollte mal ein bisschen früher hier reinschalten,
damit ihr auch tatsächlich sehen könnt, wie er dorthin kommt. Und ihr seht ja, wir haben hier einige Gegner, die wir ja eigentlich umlaufen sollten. Was natürlich nicht ganz so gut funktioniert. Da stehen auch schon wieder Wölfe drin. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir jetzt oben oder unten hin müssen. Tiefer. Ja gut, wir müssen ein bisschen tiefer. Aber die Scherbe nehmen wir natürlich dann vorher auch nochmal kurz mit. Und das leeren Erz. So, und zwar müssen wir hier ein bisschen aufpassen wegen der ganzen Minotauren. Da ist zum Beispiel wieder einer. Und hier ist der Eingang. Da müssen wir rein. So, findet grüne Giftzunge. Statue von Kavomerula. Das lese ich mir jetzt nicht alles durch. Das könnt ihr gerne durchlesen. Dann gibt es noch die Statue von Justia Desticus. Da gibt es dann auch wieder was zu lesen. Und ich denke mal, dass das alles noch zu dem Rätsel gehört, was wir gleich machen müssen. Weil so sehen halt immer die Rätsel aus, ne? Die Statue von Rusio Olo und die Statue von Aminus Entius. So. Dann gehen wir einmal runter. Und da ist er auch schon. Wenn ihr mir sowieso folgt, warum kommt ihr nicht her und helft mir dabei, diese Türen zu öffnen? Ja. Die Matrone schickt euch, oder? Will sie sicher gehen, dass ich den Mord nicht versaue? Nun gut, mich stört die Gesellschaft nicht. Und zwar müssen wir dafür die Feuer, meine ich, in einer speziellen Reihenfolge anzünden. Diese Feuerschalen öffnen die Türen. Aber ich komme nicht auf die richtige Reihenfolge beim Entzünden. Vielleicht habt ihr mehr Glück. Dieser Ort war einst wichtig für den Orden der Stunde. Damals, als die Gruppe gegründet wurde. Wolltest du noch was sagen oder darf ich jetzt noch mal kurz... Diese Statuen ähneln denen, die an der Treppe standen. Ich frage mich, ob das wichtig ist. Könnte wichtig sein. Deswegen solltest du mal deine Klappe halten, damit ich jetzt noch mal eben gucken kann. Also ich wollte mir noch mal kurz die Vornamen zumindest merken. Vielleicht kann ich die Reihenfolge dadurch hinkriegen. Also Cavour. Cavour Justia. Cavour Justia Rusio. Und den dann als letztes. Cavour Justia Rusio. Probieren wir mal die Reihenfolge. Cavour Justia Rusio. Ach doch, Cavour Justia Rusio. Justia Rusio. Und dann den letzten unaussprechlichen Namen. Es hat geklappt. Gut gemacht. Beeilen wir uns, Assassine. Yep. Sie haben euch losgeschickt, mich zu jagen? Ich schätze, so kommt es wohl, wenn alle guten Assassinen ausgemerzt sind. Lyra? Ah, ein Schatten. Schlau. Sehr schlau. Der schwarze Drache beobachtet uns mit Hilfe von Schatten. Ja. Ich glaube, die mussten wir immer töten. Also ihn hier können wir umlaufen, aber ich glaube, die Gegner, die dann kommen, musste man immer töten, damit überhaupt die Tür aufgeht. Mich töten, Giftzunge. Ihr wart einst mein Bruder. Schließt euch mir an. Vergesst eure Pflichten. Mich euch anschließen? Ich werde euch in die Leere schicken, Verräterin. Da oben ist eine Fledermaus. Total süß. Schafft es eine Seuche. Sie verdient es, ausgemerzt zu werden. Welche Lügen hat Artorius euch eingetrichtert, Lyra? Das werden wir jetzt herausfinden. Assassine, Bruder, habt ihr das gesehen? Augen. Ich bin es leid, das war keiner von zu werden, Giftzunge. Lasst mich wie einfach allein. Mit denen wir... Das kann ich nicht tun, Lyra. Ihr habt euch das selbst eingehandelt. Ich sollte vielleicht nicht so schnell hier durchlaufen. Das nochmal, Giftzunge, was du zuletzt gemacht hast. Also bei dem letzten. Der ist ja so cool, so über den Rücken drüber gesprungen irgendwie.
Kehrt um! Ich will euch nicht töten! Interessant. Dieses Tor scheint uns den Weg zu versperren. Nee, echt? Einen Augenblick. Ich glaube, ich komme da oben durch. Wow, das ist ja wie bei der Diebesgilde hier. Mach mir bloß nicht mal die Tür auf. Mal sehen, ob dieser Schalter das Tor öffnet. Nein, aber er hat diese andere Tür geöffnet. Na, danke. Das ist immer noch mein Mord, Assassine. Öffnet sich eine Tür, springt man am besten gleich durch. Sucht einen anderen Weg. Wenn ihr euch beeilt, dürft ihr mir vielleicht beim Morden helfen. Natürlich. Und ich darf mich jetzt wieder um die Nachhut hier kümmern. Folgt mir und ihr sterbt, Assassine. Ihr könnt mich nicht besiegen. Hallo? Kommen die Minotaure nochmal? Hallo? Hätte sie nicht früher kommen können? Ja, folgt, öffnet sich eine Tür, muss man sie nehmen, oder wie war das? Ihr zeigt Entschlossenheit, das steht fest. Ihr scheint die Lügen der Bruderschaft echt geschluckt zu haben. Wo muss ich denn hin? Hier, ne? Keine Zeit für euch, Jungs. Oh, ich habe wohl doch Zeit für euch, Jungs. Ich glaubte sie einst auch. Die Lüge, wir wären eine Familie, bis man mir befahl, sie zu töten. Ich hatte sie fast. Aber Lyra war mir immer einen Schritt voraus. Ich habe den Zorn von Sitis gesehen, Assassine. Der Schreckensvater jagt sie auch. Wie in Schauermärchen. Ihr seid die Klinge von Sitis. Tötet sie und der Schreckensvater holt ihre Seele. Ja, ehrlich gesagt, ich hatte ihn gerade erst gar nicht da liegen gesehen, bis er gesprochen hat. So, das könnt ihr euch gerne alles durchlesen. Das sind die letzten Notizen, wenn ich das hier gerade richtig sehe, von Giftzunge. Die Matrone hat mir befohlen, den schwarzen Drachen ausfindig zu machen. Ja, das war dann wohl sein letzter Eintrag. Was hat mir die Bruderschaft gebracht? Nichts außer Schuld und Schande. Hallo? Hier ist doch was Rotes. Da. Da muss ich aber gar nicht hin. Na toll. Da muss ich hin. Der Orden erbot die Erlösung. Doch letzten Endes waren das nur noch mehr Lügen. Ja, da hätte sie sich drauf einstellen müssen. Und wisst ihr, wessen Lügen am meisten schmerzen? Die von Primas Artorius. Artorius ist nicht so fromm, wie er tut. Er ließ mich sogar seinen geliebten Mentor ermorden. So, ich glaube, die muss ich jetzt alle hier sammeln, und sonst komme ich wieder nicht durch die Tür, ne? Giftzunge getötet. Okay, machen wir's so. Wenn wir die Bruderschaft verraten, nimmt uns der Zorn von Sitis dann wirklich unsere Seelen? Grüne Giftzunge hat mich herausgefordert und ist gefallen. Worauf könnt ihr dann hoffen? Selbst meine Schatten haben mehr Substanz als ihr. Jetzt ist eure Chance, mich zu beeindrucken, Assassine. Kein Problem. Sei
Zeig mir jede Schwäche, jeden Schwachpunkt. Wenn ihr das Beste seid, was die Freistadt zu bieten hat, dann seid ihr alle... Dann sind wir alle was. Nicht schlecht für jemanden, der nach Schatten schlägt. Mit jedem beseitigten Schatten erlerne ich eine neue Methode, euch zu töten. Primas Artorius hat uns alle manipuliert. Er führte uns an diese Klippe. Wollt ihr springen und seinen Lügen so weiter folgen? Nein, ich will dich einfach nur umbringen. Ich muss tun, was getan werden muss. Ich habe Artorius den Standort eurer Freistadt verraten. Brema nannte sie mir, ehe ich ihr die Kehle durchschnitt. Der Orden der Stunde wird eure Freistadt säubern. Ihr könnt es nicht verhindern. Okay. Nun denn, ich bin zum Sterben bereit. Mal sehen, ob ihr gut genug seid, mich zu töten. Ich muss mich auf jeden Fall beeilen, wobei das im Spiel vermutlich nicht allzu viel Unterschied macht. Na endlich. Erinnert mich an das, was ich... Wenn ich keine Erlösung finde, dann wenigstens einen... Im Kampf sind unsere Lügen immer... Ich bin beeindruckt. Also keine Ahnung, was sie damit sagen wollte, aber... Nein, was ist los? Die Geschichten waren wahr. Siehst es, erbarme dich. Tja. Ich würde sagen, das war's dann mit ihr. Mir wird angezeigt, dass ich irgendwo hier rumlaufen soll. Ah, da hinten geht ein Weg rum. Mal schauen, wo wir hier rauskommen. Auf jeden Fall sollten wir hier raus... Jetzt sind wir oben gar nicht mehr im Bild drin. Auch nicht schlecht. Hier oben sind wir also. Okay, ja, dann mache ich mich mal auf zur Freistadt. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Astara, ich bin zurück. Und wie so oft in letzter Zeit bringe ich leider keine gute Kunde. Also ein bisschen was Positives ja schon, weil wir einiges auch herausgefunden haben und der Drache tot ist. Aber das war's auch. Sagt sie noch was? Nein. Der schwarze Drache hat grüne Giftzunge getötet, nicht wahr? Mhm. Verdammt sei sie ins dunkelste Reich des Vergessens. Und verdammt sei ich dafür, noch einen Bruder in den Tod geschickt zu haben. Was geschah sonst noch? Erzählt mir den Rest, Assassine. Ich habe den schwarzen Drachen getötet. Wie es befohlen war, so ist es geschehen. Ich bin beeindruckt, Assassine. Lyra hat sich von der Mutter der Nacht abgewandt und so viele aus unserer Familie getötet. Doch ihr habt ihr ein Ende bereitet. In der Leere sammeln sich alle Seelen. Doch euch bedrückt noch etwas anderes. Sprecht mit mir. Primas Artorius kennt den Standort der Freistadt. Prima verriet ihn, kurz bevor sie starb. Der schwarze Drache hat unsere Schwester zum Sprechen gebracht? Ich würde Lyra glatt wieder lebendig machen, um sie noch einmal töten zu können, wenn es nur in meiner Macht stünde. Artorius kennt unseren Standort. Sobald er den nötigen Mut dafür gefasst hat, wird er den Orden der Stunde auf uns hetzen. Glaubt ihr wirklich, der Orden der Stunde wird die Freistadt angreifen? Irgendwann, sobald Artorius meint, dass es an der Zeit ist. Doch er wird zögern, als Erster zu handeln und seine Soldaten in unser Natternest zu schicken. Wir haben Zeit, uns vorzubereiten. Währenddessen werde ich mich mit dem Sprecher beratschlagen. Sobald ihr zurückkehrt, wird der Primas sterben. Und wir erhalten eine Beinrüstung von Sitis Berührung und einen Fertigkeitspunkt. Neuklinge hat also den schwarzen Drachen erledigt und ich hätte nicht gedacht, dass sie ihren ersten Kontrakt überlebt. Mhm. All unsere Brüder und Schwestern ermordet. Aber jetzt sind wir sicher, oder? Der schwarze Drache ist tot. Die Assassine hat die Bedrohung durch den Drachen beseitigt. Aber wir sind erst sicher, wenn Artorius in der Leere ist. Aber der Primas spricht für Akatosh. Ist das nicht Blasphemie? Blasphemie wäre es, wenn wir seinen Glauben teilen würden, Hilde. Für jedes meiner Geschwister, das er umbrachte, hat er einen Dolchstich verdient. Artorius wird sterben.
Darauf gebe ich euch mein Wort. Und ihr alle werdet an diesem Mord beteiligt sein. Und jetzt los. Wir haben Vorbereitungen zu treffen. Ja, das haben wir in der Tat. Doch bevor wir zum großen Schlag ausholen können, machen wir noch mal einen kleinen Cut. Und ja, den großen Schlag, denke ich mal, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.